350 Tonnen Pyrotechnik, illegales Feuerwerk, 25 Millionen Euro wert, hochexplosiv, ungesichert gelagert, brandgefährlich. Die Feuerwerkskörper nicht vorgesehen für schöne Zwecke wie hier im Hintergrund, sondern für höchst kriminelle Machenschaften. Jetzt sichergestellt von der Polizei. Es ist ein Fund, der selbst erfahrene Ermittler staunen lässt. Hier lagern hunderte Tonnen illegales Feuerwerk, ungesichert, hochexplosiv, in einer Scheune. Es sind diese lebensgefährlichen Polenböller, die eine Bande aus den Niederlanden auch für den deutschen Schwarzmarkt bestimmt hatte. Wir konnten in den letzten Monaten 11 Verdächtige festnehmen, darunter eben auch 3 Hauptverdächtige, die wir als Hintermänner bezeichnen. Man muss sich das vorstellen, dass es letztendlich ein illegales kriminelles Netzwerk, die arbeitsteilig gehandelt haben. Der eine hat organisiert, der andere war für die Logistik zuständig. Insgesamt 350 Tonnen lagern in den Niederlanden und in Deutschland in Bunkern, Scheunen, Containern und Geschäftsräumen. Ohne Rücksicht auf Anwohner, die in Lebensgefahr schweben. Denn bei einer unkontrollierten Explosion hätte es schnell zu solch einem Inferno kommen können. Marktwert der Schmuggelware rund 25 Millionen Euro. Was die Kriminellen aber nicht ahnen, seit 2 Jahren waren sie im Visier der Polizei. Wir haben jetzt 2 Jahre lang daran gearbeitet, letztendlich dieses illegale kriminelle Netzwerk zu zerschlagen. Das ist uns gelungen in Zusammenarbeit mit eben auch 2 Nationen. Natürlich haben wir nach Bekanntgabe der Durchsuchungsobjekte auch eben sofort zugegriffen. Das heißt, wir haben, sobald eben auch bekannt war, dass eben mehrere Tonnen irgendwo gelagert werden an Pyrotechnik, haben wir natürlich auch unmittelbar eingegriffen, um eben auch die Menschen rundum sozusagen um das Objekt zu schützen. Besonders brisant, der Sprengstoff soll auch von Geldautomatensprengern benutzt worden sein. Immer wieder jagen Kriminelle in Grenznähe Geldautomaten in NRW und Niedersachsen in die Luft, rasen dann mit hochmotorisierten Fahrzeugen Richtung Niederlande. Aber auch die normale Verwendung dieser unzertifizierten Polenböller kann zerstörerische Kräfte freisetzen und kostet Menschen jedes Jahr ihre Finger, Hände und Arme. Also wenn jetzt ein Privatier sowas käuft, er selber und auch die Nachbarn sind in Gefahr, weil die Dinger ja, wenn so eine Feuerwerkbatterie am Boden explodieren würde, was ja auch schon vorgekommen ist, oder umkippt, dann schießt sie in horizontaler Richtung überall hin. Und das ist die große Gefahr dabei. Das heißt also, die haben nichts in Hand von Leinen zu tun. Die gefundenen Feuerwerkskörper werden jetzt vernichtet. Den Tätern drohen mehrjährige Haftstrafen.